Das Kommando gilt. Auf die Plätze. Fertig. Auf dem Sportplatz in Wolkenburg war am 26. August Feuerwehrsport angesagt. Gastgeber war der Förderverein der Preunsdorfer Feuerwehr. Der 32. Wettkampf im Löschangriff, wieder in Wolkenburg, so wie im letzten Jahr, bei besten Bedingungen, bestem Wetter. Wir hatten zwischenzeitlich einen kleinen starken Regenguss, 5 Minuten Pause, aber das hat dem Wettkampf keinen Abbruch getan. Die Jugendmannschaften sind jetzt schon rum und heute Nachmittag geht es 14.30 Uhr mit den Erwachsenen weiter. Ein langer Tag für die Ausrichter, denn schon am Morgen wurde die Jugend zum Wettkampf vom Preunsdorfer Ortsvorsteher und Feuerwehrmitglied Silvio Pester begrüßt. Schön, dass die Ortsfeuerwehr den Wettkampf weiter durchführt, 32. Mal heute. Ich denke, das ist eine stolze Zahl, aber das über die vielen Jahre so machen. Und ich freue mich, dass es ein gutes Starterfeld ist. Ich wünsche euch viel Erfolg von meiner Seite. Viel Glück. Ja, Jugendmannschaften, insgesamt 14 Mannschaften aus dem Landkreis Chemnitzer Land, Zwickauer Land, aber auch aus Groß-Olbertsdorf, was Erzgebirgsland ist, und auch aus dem Leipziger Land mit der Mannschaft Westsachsen haben wir hier heute Gaststarter gehabt. Aus der großen Kreisstadt Limbach-Oberfrohna traten neben Teams der Ortsfeuerwehr in Düring-Gerbesdorf sowie Kaufungen ebenso die Preunsdorfer an. Ja, Feuerwehr Preunsdorf ist, denke ich, schon über die weiten Kreise hinaus bekannt für seine lange Tradition im Feuerwehrsport. Und das halten wir natürlich gerne aufrecht, damit natürlich auch der Sport weiter für die Jugend und auch für die Erwachsenen weitergehen kann. Weil wir immer der Meinung sind, es ist was Schönes, noch nebenbei der Feuerwehr, sich sportlich zu engagieren. Wettkämpfe bieten die Möglichkeit, sich mit anderen zu messen, nicht nur mit den Wehren von nebenan. Ja, sportlich schon seit mehreren Jahren, Jahrzehnten kann man schon fast sagen, die Feuerwehr Preunsdorf auch bei großen Wettkämpfen unterwegs, deutschlandweit, deutsche Meisterschaften schon einige mitgenommen und auch dieses Jahr auf der Insel Pöhl mit vertreten, dort 160 Mannschaften von Frauen, Männern und Jugendmannschaften, einer der größten Wettkämpfe deutschlandweit, und ja, freuen wir uns schon ganz sehr drauf. Die Feuerwehrkameraden treiben ihren Löschangriffsport nicht nur aus Spaß. Der Löschangriff spiegelt am Ende indirekt das wieder, was wir im Einsatzfall darstellen müssen. Also wir bauen das Wasser auf und bekämpfen dann das Feuer, in dem Sinne hier das Zielgerät. Und ja, ist mit der Feuerwehr angehalten und sind wir natürlich der Feuerwehr recht nah verbunden. Heißt, körperliche Fitness ist von Vorteil, wenn die Feuerwehr zum Einsatz ausrückt. Genauso ein kühler Kopf und das Sitzen eines jeden Handgriffes. Nicht zu vergessen, das Funktionieren als Team. Der Preunsdorfer Wettkampf ist nur einer von vielen im Terminkalender. Ja, Kinder laufen so ungefähr, ich würde mal sagen, so 5 bis 7, 8 Wettkämpfe, was die im Jahr machen, je nachdem, wie die Termine fallen. Und bei den Erwachsenen geht es, denke ich, so Richtung 12, 13, 14 Wettkämpfe, je nachdem, wie die Termine gelegt sind. Und wir natürlich alle Zeit haben von den Wettkämpfen. Wenn man im Wettkampf mit besten Ergebnissen abschneiden möchte, wird natürlich ordentlich trainiert. Training wöchentlich, 2-mal. Wir gehen Montag meistens nach Narsdorf, dort zum Steigen trainieren, und dann mittwochs unser Löschangrifftraining. Wer natürlich im Umkreis der Feuerwehr ist, aus der Limbach-Frohnaer Ecke, und dann natürlich noch Spaß und Lust dazu hat, kann natürlich gerne beehren. Wir haben auch einen Starter aus Kendler mit dabei bei den Großen oder auch aus Wolkenburg. Also wir sind relativ breit aufgestellt. Die Großen hatten am 26. August ebenso einen Wettkampfeinsatz. 14.30 Uhr, wie gesagt, der Wettkampf der Erwachsenenmannschaft. Dort haben wir insgesamt 13 Mannschaften am Start. Dabei eine Frauenmannschaft wieder dabei. Seit mehreren Jahren freuen wir uns natürlich auch dort wieder, dass es ein bisschen auflebt. Und im Anschluss gibt es dann noch einmal die Wertung mit der alten DDR-Pumpe im TGL-Lauf. Dort natürlich freuen wir uns drauf, dass dort auch 4 bis 5 Mannschaften heute teilnehmen können. Bei den Kinder- und Jugendmannschaften standen am späten Mittag die Sieger fest. Die Zeiten sind von Mal zu Mal besser geworden. Trotz alledem gab es keine Streitereien, irgendwelches Geningel in diese Richtung. Dafür möchte ich mich wirklich bedanken, dass das wirklich so reibungslos abgelaufen ist. Das verlief es auch dank der fleißigen Helfer. Jahrgang zur Siegerehrung. Wir beginnen mit der Altersklasse 1. Trotz ja nur 4 Mannschaften heute in der Wertung. Deswegen ist es, denke ich, verkraftbar, wenn man auch am 4. Platz die ganze Mannschaft nach vorn bitten. Das ist in dem Fall die Mannschaft aus Kaufung in einer Zeit von 58,87 Sekunden. Bitte ich die ganze Mannschaft nach vorn. Ja, auch die Maschinisten haben ihren Anteil an der Leistung. Stell dich mal schön nebeneinander auf. Ja, den 3. Platz belegt die Mannschaft aus dem Allersdorf.
aus dem Adelsdorf in einer Zeit von 45,64 Sekunden. Auch hier die ganze Mannschaft nach vorne. Den Platz Nummer 2 belegt die Mannschaft aus Turm Gerlsdorf in einer Zeit von 36,06 Sekunden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Genau, das ist die Kameradschaft, natürlich gegenseitig. Und den ersten Platz in einer sehr guten Zeit von 29,93 Sekunden die Mannschaft aus Ballenburg. Die ganze Mannschaft nach vorne. Herzlichen Glückwunsch. In der Altersklasse 2 traten aufgrund der Anzahl der Mannschaften diese bis zum vierten Platz nicht komplett zur Siegerehrung vor, sondern jeweils nur ein Vertreter. Die Gastgeber Ronsdorf. Die eine Mannschaft, die kleine Jüngeren, die hätten theoretisch bei den Kleinen mitstarten können, waren aber zwei Mann zu alt dabei. Und bei den Großen mit Platz 3 können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Wir haben heute Top-Zeiten gesehen. Hier mit einer mittleren 23er Zeit ist es bei der Jugendmannschaft einfach ein schönes Ergebnis, wo wir wirklich stolz drauf sind, dass auch unsere Bronsdorfer mit einer 26er Zeit ganz gut mitgelaufen sind. Den zweiten Platz belegte vor Bronsdorf Groß-Olbersdorf aus dem Erzgebirge. Erster wurde in einer spektakulären Zeit von 23,98 Sekunden die Jugendfeuerwehr aus Westsachsen. Hier die ganze Mannschaft nach vorn. Auf die Platzierte, sei was gut! Ja! Gut!